Mehr als 80 Teilnehmer versammelten sich am 21. April zu einer Kundgebung in Cottbus gegenüber dem Stadthaus. Seit einer Messerattacke durch drei Syrer auf ein älteres Ehepaar und einen jungen Cottbusser in der Innenstadt gehen die Bürger auf die Straße. Sie wollen damit ihre Ablehnung zur Asylpolitik zum Ausdruck bringen. Am gleichen Tag hatte die Stadt Cottbus zu einem Dialog mit den Bürgern ins Stadthaus geladen. Doch nicht alle Bürger waren zu dieser Veranstaltung herzlich willkommen. So wurde dem Verein Heimat Zukunft aus dem Spreewald das Reden auf der Veranstaltung untersagt. Die brandenburgische Landtagsabgeordnete Birgit Bessin von der AfD-Fraktion war mit vor Ort, um mit Cottbusern ins Gespräch zu kommen. Ich bin sehr gespannt, erstens, ob ich überhaupt reinkomme und zweitens, ob ich überhaupt zu Wort komme, liebe Freunde. Nach ihrer kurzen Rede vor den Teilnehmern der Kundgebung ging es zum Stadthaus. Der Einlass ins Gebäude erschien alles andere als einladend, abschreckend traf es wohl eher. Ausweiskontrolle, Bändchenvergabe nach Farben und das Abgeben der persönlichen Gegenstände im Foyer waren ein erster Vorgeschmack auf das, was dann folgte. Also auf der einen Seite kann ich ja verstehen, dass man mit den Cottbusern vor Ort ins Gespräch kommen möchte. Als politischer Vertreter möchte ich natürlich auch mit den Cottbusern ins Gespräch kommen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal rein, mir das angucken. Vielleicht sind ja noch andere Betroffene in diesem separaten Raum. Und wenn es sich wirklich so beibehalten sollte, dass es keine Gesprächsmöglichkeit gibt, dann werde ich nachher hier unten an der Tür warten. Ne? Das Foyer war zunächst Endstation für die brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin. Also es ist der Hammer, was der Bürgermeister sich erlaubt. Zumal, man muss betonen, zumal oben ja Platz sein soll. Es ist nicht so, dass oben kein Platz mehr wäre und ich deswegen nicht hoch dürfte. Fragen Sie bitte beim Ordnungsamt. Was jetzt? Was jetzt? Es geht nicht hoch. Bitte beim Ordnungsamt nachfragen, wie die gelben Wand, die sind auf dem Balkon. Was heißt hier auf dem Balkon? Ich werde hier gleich zum Tier. Wie werden wir denn hier behandelt? Das kann ja gar nicht sein. Ehrlich mal. Was ist denn das für eine Herrschaft? Ich weiß es ja nicht. Wie werden doch zum Beispiel. Und auch der freien Presse verwehrte man den Zutritt zur Veranstaltung. Ist das nicht eine öffentliche Veranstaltung? Sie klären das mit dem Pressesprecher, haben Sie doch gerade gesagt, ist ja richtig. Erst nach mehrmaliger Nachfrage und auf Druck der freien Presse sowie einigen aufgebrachten Bürgern gaben die Entscheidungsträger nach und man ließ die unbequemen Bürger wie auch die Landtagsabgeordnete in den Saal. Was geht Ihnen jetzt momentan gerade durch den Kopf? Na, das regt mich auf. Wir werden hier kontrolliert wie sonst da. Was hätten Sie mal die anderen alle kontrolliert, die hier reingekommen sind, die keinen Pass haben? Ohne Pass können Sie rein, aber ohne Pass nicht raus, oder wie? Und wir werden hier bis aufs Hemdewald ausgezogen. Geht ja gar nicht. Während die Bürger nach unten in den Saal geführt wurden, ging es für Birgit Bessin isoliert nach oben auf die Tribüne. Hier gab es für sie keine Möglichkeit, mit den Cottbusern ins Gespräch zu kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, fast eine Stunde lang hielt der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch, einen Monolog und gab der Presse die Schuld am negativen Bild von Cottbus in der Öffentlichkeit. Weiter sagte er, erschreckend sei der Hass in so vielen Köpfen. Auch Bürger kamen zu Wort, doch die meisten Bemerkungen kamen von Angestellten der Stadt oder Lehrern von Cottbuser Schulen und waren pro Asyl. Sieht so ein offener und ehrlicher Dialog mit den Bürgern aus? Nein, es war eine Farce, es war eine richtige Lachnummer. Zumal die Menschen, die dann in den Raum reingelassen wurden, zwischen der Etage, zwischen des Erdgeschosses und der Besuchertribüne, wurden die Menschen ja auch eingeteilt in Besucher mit gelbem Armbändchen und Besucher mit grünem Armbändchen. Ich weiß immer noch nicht, warum man da unterscheiden musste, warum überhaupt nicht alle unten sitzen durften, denn unten waren nur freie Plätze. Da wurden Menschen in erste und zweite Klasse kategorisiert. Für mich nicht nachvollziehbar, warum. Und wenn man sich diese Dialogveranstaltung, die dann nach zwei Stunden Monologe der Fraktion und des Bürgermeisters mal stattgefunden hat, wenn man sich die mal angehört hat, dann waren da hauptsächlich Fürsprecher der Flüchtlingshilfe. Es ist vollkommen klar, dass sie sich positiv äußern und keine Änderung wünschen. Das ist eine Politshow vom Feinsten gewesen.